Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Runde Transocean The Shipping Company. Ja, die 15. Folge, die letzte, funktionierte endlich wieder. Wir sind hier mit unserer bunten Kuh, wie ihr hier vorne sehen könnt, im Hafen von Tangyong Priok angekommen, haben hier radioaktive Güter hingeschippert und haben noch den Bauch voll quasi für eine Lieferung nach Lissabon, wo wir jetzt mal gucken müssen, ob wir da überhaupt hinkommen. Innerhalb von einer halbwegs passt noch in einer halbwegs termingerechten Lieferung. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Also die große Kohle machst du ja hier schon so ein bisschen mit Waffen. Nach Santos in Brasilien. So, also es ist schon mal ein krasser Sprung. Ne? 1 Million zu 6 Millionen zu 9 zu 12 ist wirklich übel. Liegt denn hier noch irgendwas auf dem Weg nach Europa hoch quasi? Nach Italien. 6. Scheiße, haben wir nicht. Fehlt die Frachtdämpfung. Haben wir noch nie eingebaut. Blöd. Reparieren müssen wir auch noch nichts. Das ist mir jetzt egal. Wir fahren jetzt hoch nach Lissabon. Und legen manuell ab. Weil wir sind in der letzten Folge, haben wir manuell angelegt. Hier in diesem pupkleinen Hafen hier. Und da fahren wir halt eben auch wieder manuell raus. So, und zwar bevor uns nämlich jetzt hier irgendwelche anderen Hoshis hier wieder in die Quere kommen. Der kleine Kahn, weiß ich nicht, ob der sich bewegt oder ob der nur noch zuckt. Der hier, der zuckt nur anscheinend. Hier wäre natürlich das Ablegen mit einem Seitenstrahlruder einfach wirklich prädestiniert dafür, weil du dich halt einfach dann von der Keimmauer abdrückst und dann halt einfach drehen kannst, so quasi auf der Stelle. Das ist echt eine feine Sache. Aber das werdet ihr ja auch noch sehen, wenn wir nämlich bald mal so einen Kahn haben. Also ich bin da vielleicht ein bisschen sehr euphorisch, weil es wird halt schon noch ein bisschen dauern, nicht? So, nun müssen wir unseren Tetris-Kübel hier mal rumbringen. Dass wir hier aus dem Hafen rauskommen. So. Mal den Rudergänger hier ein bisschen quälen, dass er hier mal richtig reinhaut. Wir können ja hier auch mal kurz ein bisschen zurückfahren. In die Gasse hier rein. Huch. Tüdelüt. Ja, wir hatten da so einen Belag an der Außenhaut. Deswegen musste ich da mal kurz das abschrabben. Ihr versteht das sicherlich. Ja. Schiffspflege ist das A und O. Ja. Ist der Kahn nicht sauber, klappt es auch nicht mit dem Nachbarn. Weißt du Bescheid. So, jetzt mal hier ein bisschen Riemen auf der Orgel und los. Herrlich. Hier geht's hinaus. In die weite Welt. Seltsamerweise läuft das Spiel irgendwie auch, finde ich, performanter. Also ich habe hier auch die ganzen Einstellungen vom Wasser und bla bla bla, halt auch volle Kanone. Und irgendwie läuft es stabiler seit dem Patch. Muss man ja, also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ja, ich nörgel ja nicht rum, dass jemand einen Patch gebracht hat. Vor allen Dingen, weil dieser Patch unheimlich viel Rücksicht auf die Belange der Fans genommen hat. Also wirklich, da sind Sachen implementiert worden, die halt wirklich von der Community gefordert worden sind. Deswegen also großes Dankeschön natürlich auch an den Entwickler, an Deck 13, dass die halt wirklich so einen geilen Patch nachgeliefert haben. Es kann halt immer mal passieren, dass irgendwie irgendwo irgendwas dadurch dann verbuggt ist, wie auch immer. Das ist, wie gesagt, ich möchte hier auch nicht ranten oder so. Es kann halt einfach passieren. Schade finde ich es halt, wie im Anfang gesagt halt eben, dass leider so Schema F halt immer gefahren wird, eben von wegen so, sind die Treiber auch aktuell, hast du versucht, das einmal neu zu starten. Das ist halt immer ein bisschen schade, wenn man wirklich sehr detailliert schreibt, dass es halt eben seit dem Patch nicht mehr geht. Egal, wir fahren mal nach Algier. Waren wir überhaupt schon mal in Algier? Ich glaube nicht.
Reparieren können wir dann auch in Algier. Ist bestimmt da unten auch ein bisschen günstiger. Elektronik können wir nicht. Und dann könnten wir eigentlich noch weiterfahren nach Italien. Ja, doch, in Algier waren wir schon natürlich. Wir nehmen auch Holz noch mit. So, dann legen wir mal ab und fahren. Waren wir schon in. Doch, wir waren doch schon in Algier. Doch, das, klar. So, wir fahren also erst einmal nach Algier. Können wir ja noch ein bisschen was drauflegen. Genau, dann haben wir noch genügend. Ja, ja, dann haben wir noch genügend Luft für unseren Schlepper. Für unseren Schlepper. Miss Raffzahn hat wieder zugeschlagen. Sie gönnt uns auch wirklich nicht den Dreck und dann Nägeln. So, wir legen mal in Stockholm an. Was ist das denn? Das ist hier die Seewolf. Was gibt's denn hier Schönes? Mhm. Na, Mann, das ist ja mal. Das ist ja mal. Das ist ja mal nix. So, einmal neue Aufträge reinholen und. Oh, wir sind in Havanna. Sehr schön, wir können nach Havanna. Guckt mal, 1,7 Millionen Euro. 4 Millionen nach Dakar. Aber nach Dakar würden wir es, glaube ich, nicht schaffen, oder? Nee, nicht in der Zeit. Guck mal. Wenn wir nach Dakar fahren würden, ja, mit dem Hobel, dann hätten wir hier noch genau 3 Tonnen Sprit drin. Dann darf aber nichts passieren. Dann darf wirklich überhaupt nichts passieren. Also das kannst du leider knicken. Das geht leider nicht. Nee. Können wir höchstens eine Rutsche nach Dublin machen? Nach Dublin und dann nach Algier, obwohl das klappt auch schon wieder nicht, oder? Wenn wir hier volle Kanone rüberfahren nach Dublin. Hätten wir noch 3 Tage Zeit, um von Dublin nach Algier zu kommen. Naja, das ist jetzt mir aber auch egal. Ich nehme jetzt nur mal Dublin an. Und da können wir auch langsam rüber schippern. Und legen mal ab und fahren nach Dublin. Ist ja, gibt ja halt auch ein bisschen Kohle, ne? Darfst du auch nicht vergessen. So, wir sind in Havanna, Leute. Wir legen in Havanna natürlich manuell an. Wir waren da nämlich noch niemals. Oh, das sieht ja hier auch toll aus. Es gibt keine Sehenswürdigkeiten. Ja, dafür ist da vorne schon die Anlegestelle. Keine Sehenswürdigkeiten. Was würde denn Castro dazu sagen? Mensch, Mensch. Das ist ja auch nicht schlecht. Wäre vielleicht auch nicht. Könnte man ja doch hier direkt ja mal integrieren. Ja, eine Schnittstelle zwischen Tropico und Transocean. Es gibt doch, glaube ich, in Tropico auch einige Sachen mit Seefracht. Also halt so eine Mission oder so. Weiß ich nicht genau. Habe ich leider zu selten gespielt. Obwohl ich Tropico als solches auch sehr geil finde. Einfach von der Idee her, vom Setting her. So eine kleine Bananenrepublik da so ein bisschen aufzubauen. Sehr coole Idee. So, Mäuschen, dann mal richtig rum hier mit deinem knackigen Hintern. Zack. So. Läuft der Hase hier. Wie lange haben wir denn gebraucht? 1,25 werden wir brauchen, bis wir da sind. Können wir nochmal hier ein bisschen. Zack. Naja, 1,30. Auch gut. So. Erster Besuch in Havanna. Was haben wir denn gemacht? 1,7 Millionen. Warum kann ich denn hier eigentlich nicht mehr zum Hafen? So. Tanken. Naja. Besser als nichts, ne? Los Angeles. Oh, da hier ist ja. Ach, wir haben da was für nach Port Said dabei. Kommen wir da überhaupt rüber? Ja, wir würden auch nach Port Said kommen. Ich kann ja hier nochmal ein paar Tage warten. Zack. Oh, bimmelimmelimmelim. Nein, du musst natürlich deinen Riff umfahren. Das ist ganz klar. Ich möchte mir nicht den Rumpf aufreißen. Havanna. Wir sind in Havanna, genau. Zugange gewesen. Ich wollte noch warten nach neuen Aufträgen. Da sind sie.
Kaffee nach San Antonio. Na, guck mal, San Antonio ist ja hier auch um die Ecke. Würden wir das denn schaffen? Nein. Um die Ecke ist gut. Da müssen wir hier einmal komplett runter. 2,6 Millionen, um nach San Antonio zu kommen. Warum nicht? Können wir doch mal machen, oder? Ablegen, ab nach San Antonio. Wir grasen erstmal die Häfen ab, die wir so noch nicht entdeckt haben. Und wir können schon wieder manuell ablegen und anlegen. Yeah! Ich weiß nicht, macht euch das überhaupt so ein bisschen Spaß, zu sehen, wie der Onkel hier sich manuell ablegt? Oder ist euch das alles so ein bisschen egal? Macht euch das eh keinen Spaß, dazu zu gucken? Oder... Weil, wie gesagt, ich bin halt so ein Typ, mich erinnert das halt total an Ports of Call und deswegen mache ich das total gerne. Und ja, freue mich da halt sehr drüber. Dass man das hier eben auch so schön machen kann. So, einmal den Hobel umdrehen. Ich fahre jetzt heute mal vorwärts raus. Ist ja genug Platz zum Rangieren hier. Übrigens hat immerhin ein Nee, in diesem Fall die Zockerrübe, geantwortet. Bezüglich eines Schiffnamens. War natürlich wieder der Bogen, hat nicht ausgereicht, war ja klar, Scheißdreck. Also der nächste Panamax, den wir uns kaufen werden, der trägt dann den stolzen Namen Zockerrübe. Also nicht mit die oder der, die das, so nennt man ja ein Schiff nicht, aber einfach nur Zockerrübe. Wenn ihr da draußen, du oder du daneben, genau dich meine ich, wenn du Lust hast, hier einen Namen für ein Schiff einzubringen, dann tu das doch bitte, indem du ihn einfach in die Kommentare schreibst. Und ich werde dann das nächste Schiff gerne danach benennen. Tun. Ja, also ein bisschen was mit Anstand, so, nicht Pimmel oder so. Weil so nennt man ja kein Schiff, was dann in den Weltmeeren unterwegs ist. Ne, weißt du Bescheid. Mache ich gerne, kein Problem. So bin ich halt. Nett, nett, nett. So. Zack, zack. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren jetzt nach San Antonio. In Algier. Was ist denn eigentlich mit dir? Achso, die liegt hier noch vor dem Riff oder was ist hier? Weiß ich nicht. Okay, du bist hier anlegen. In Algier, da sind wir schon gewesen. So, erstmal auftanken den Hobel wieder. Das ist ja Standard. Und wir haben da was, ach, innerhalb von 2 Tagen nach Italien. Da sind wir ja wirklich gleich da. Da können wir nochmal kurz warten. Ah, die bunte Kuh hat das Riff umfahren. Ich habe leider jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Tage das gedauert hat. Nicht, dass uns das hier wieder einen kompletten Strich durch die Rechnung macht. Die Chinese Craftsmen hätten gerne eine Lieferung über den großen Teich nach Amerika. Und nach Nuuk, oben nach Alaska zum Beispiel. Antiquitäten nach Felixstowe. Wir fahren aber erstmal fahren wir rüber nach Italien und dann gucken wir weiter. Weißt du Bescheid? So. Ablegen. So. Schauen wir mal. Jetzt ist die Black Pearl hier in Italien. Da legen wir an. Reparieren sieht sie noch gut aus. Oh, hier ist ja auch eine ganze Menge los. Wir müssen hier wirklich mal uns entscheiden, was wir machen mit unserem Panamax. Mit den Luxusgütern oder mit den Maschinen, also mit der Frachtdämpfung. Das wäre schon ein bisschen geil. Das heißt, es gibt hier Glöckchen Luxusgüter, alles klar. Es gibt hier nicht wirklich was, was mich jetzt hier vom Hocker heißt, deswegen warte ich hier nochmal. So, nach New York, nach St. Petersburg, nach Colombo. Oh, es ist so blöd, wenn man hier guckt, ist wie eine Speisekarte beim Restaurant. Guckst du hier, denkst auf den Preis, boah geil, ist am besten irgendwie und dann ist es hier irgendwas, was dir nicht schmeckt oder was du nicht kannst. Ist Arsch, ist Arsch. Und wegen 500.000 rüber zu fahren nach Amerika ist irgendwie auch für ein Popo. Was tun, sprach Zeus? Das ist die Black Pearl. Nach Rotterdam. Nach Salala. Ach, dann fährt sie halt mal nach Rotterdam. Komm. Was soll's? Kleinvieh macht auch Mist.
So, jetzt war da hier noch irgendwo ein Kahn. Ist doch in Lissabon angekommen. Nee, noch nicht. War das nicht so? Nee, die ist unterwegs dahin. Okay, in Dublin sind wir. Ihr merkt schon, es wird alles ein bisschen unübersichtlicher teilweise mit denen, wo welches Schiff irgendwie ist, finde ich. Guck mal, nach Quebec und Halifax könnten wir fahren. Wenn wir denn, kommen wir denn überhaupt rüber mit dem Kahn? Ja, innerhalb von 34 Tagen, ist klar. Das kannst du ja dann hier komplett knicken. Selbst das würden wir nicht schaffen. Wahnsinn, was das da an Sprit drauf geht. Und dann könnten wir hier komplett die ganzen Aufträge leider uns ins Kreuz drücken. Also müssen wir hier irgendwo lokal fahren. Wir können ja einfach nochmal kurz warten. Okay, in Lissabon ist auch ein Schiff von uns. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. New York, New York, nach Havanna. Kommen wir denn nach Havanna? Wir würden nach Havanna kommen. Dann sollst du mal bitte nach Havanna fahren. Da waren wir ja schon. Das heißt, wir legen da also nicht nochmal manuell an. So. Was ist denn jetzt hier? Wieso kann ich den hier nicht anlegen? Ach so. Babing, das hat sich gleich richtig gelohnt. So, und guck mal, es ist immer so krass, finde ich, wenn wir den großen Eimer voll tanken. 1,3 Millionen, und es ist günstig gerade, der Sprit, ja. Also das, die Unterhaltskosten sind enorm für das Ding, wirklich enorm. So, achso, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen auch mal gucken, ob wir das Schiff jetzt verbessern. Machen wir ein Kühlsystem für Medikamente zum Beispiel und Lebensmittel und dem ganzen Gedöns, oder machen wir eine Frachtdämpfung für Luxusgüter und Maschinen? Lasst uns doch mal gucken. Maschinen, 5 Millionen, 8 Millionen. Lebensmittel haben wir jetzt hier gar nicht mit bei. Komm, wir bauen da jetzt einfach ein Dings ein. Ein Frachtsystem. Oh Mann, ich bin hier so ein bisschen verpeilt gerade. Hier, Schiff verbessern. So, wir bauen eine Frachtdämpfung ein. Was ist das? Sind das Maschinen? Okay. Also es würde 600.000, 1,8 Millionen, 3,8 Millionen kosten, dass wir alles mit dem Kahn liefern können. Und das würde dauern 2, 4, 6 Tage. Komm, das ist mir jetzt egal. Das machen wir. Dann können wir nämlich hier richtig die Aufträge rocken. Da gucken wir nämlich gleich mal rein. Das lohnt sich nämlich hier schon mal richtig derbe. Colombo, und dann könnte man noch weiterfahren nach Laem Chabang. Allerdings, wenn wir jetzt hier 6 Tage... mal gucken. Würde funktionieren. Bei 6 Tage drauf, das wäre gar kein so ein Problem. Das nehmen wir mal an, und dann müssen wir hier noch warten, bis das Schiff fertig ist. Okay. Oh, hier sieht man es ja auch. Habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass das Ding hier ja dann auch anzeigt, welches Schiff wo irgendwie oder welchen Status das Schiff gerade hat. Na nun. Können wir noch gar nichts anlegen? San Antonio. Dann legen wir noch schnell in San Antonio an. Manuell natürlich, da waren wir ja noch nie. In Chile. Ich glaube, wir bringen da gerade Kaffee von Havanna nach San Antonio. So, dann schnell, schnell. Die Folge ist nämlich schon wieder rum gleich. Aber ich bin doch so aufgeregt, dass wir in einem neuen Hafen sind. Dann müssen wir hier um dieses kleine Ding rum. Okay, dann machen wir ein bisschen Piano. Weil ihr seht ja hier, das Ding driftet sonst so krass da irgendwie rein. So, nun gibt man hier ein bisschen Ballett. Wir hier schön die Kurve kriegen. Natürlich auch sehr geil gebaut, der Hafen. Irgendwie muss man ja mal sagen. So. So
so einer Ecke da und dann hast du hier, kannst du, wenn du so ein Riesenschiff hast, wie willst du denn dann hier richtig rausrangieren? Oder vielleicht stehen die großen Schiffe hier oben, kann natürlich auch sein. Ich weiß es doch auch nicht. Ich war ja noch nie hier. Ne? So, jetzt ist es allerdings so, jetzt kackt die Framerate gerade wieder ein bisschen ab und ich mache mir schon wieder Sorgen, ob das jetzt hier so ein Dauerzustand ist. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, das hoffe ich wirklich nicht. Ganz ehrlich, reiß dich am Zippel, bitte, Framerate, bitte. Tu mir und meinen lieben Zuschauern das nicht an, bitte. Okay, jetzt habe ich schon wieder 30, immerhin. Naja. Naja, gut, dann sind wir jetzt in San Antonio. Noch ein bisschen zurück hier. Schön hinstellen. Ja, nicht so parken wie ein Arsch. Wunderbar. Liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir den Hafen von San Antonio das erste Mal betreten, quasi die Füße an Land setzen und neue Waren mitnehmen für die Reise um die Welt in aller Herren Länder. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag, haut rein, tschüss!